Die KollegInnen der Fachstelle Suchtprävention sind noch hier und hier im Publikum sitzen ja sehr, sehr viele unterschiedliche Denkrichtungen, Wissensbestände etc. Das heißt, unsere Idee wäre jetzt wie folgt. Wir schauen einmal, was nehmen Sie aus dem heutigen Tag mit? Welche Fragen haben Sie in Ihrer spezifischen Profession, in der praktischen Herangehensweise, aus der Sie darauf schauen etc.? Und vielleicht sind es nicht wir oder die KollegInnen der Fachstelle, die sofort eine Antwort auf Ihre Frage haben, aber vielleicht jemand anderes aus diesem gesammelten Wissensauditorium. Das wäre so mein Vorschlag. Ich hoffe, es ist irgendwie verstehbar gewesen, was ich von Ihnen möchte. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Frage haben, womit auch immer diese zu tun hat im Kontext unseres heutigen Fachgesprächs, dann dürfen Sie die gerne stellen und wir schauen einmal, ob unser gesammeltes Wissen hier für Sie etwas Brauchbares ausspuckt, was Sie mitnehmen können. Ich habe eine ganz konkrete Frage in Bezug auf Vapes und Jugendschutz. Ich höre immer wieder von Jugendlichen, die zu mir in die Beratungsstelle kommen, dass die ganz unproblematisch in so einen Laden reinmarschieren und sich die Dinger einfach kaufen. So, wie kriegt man das umgesetzt, dass die wirklich erst ab 18 abgegeben werden? Da wäre jetzt Sie melden sich direkt, die Kollegin vom Ordnungsamt auch. Ich habe gleich schon mal in Richtung Polizei gelinst, da hinten auch, habe ich mir gleich gemerkt. Vielleicht gucken wir mal, was Sie... Es ist definitiv ein Vollzugsproblem. Also wir haben nicht die Ausstattung. Es wäre ja schön, wenn wir alle Läden 24 Stunden und 7 Tage die Woche kontrollieren könnten. Das funktioniert nicht. Und die Ideen, die unsere Verkäufer und Gastwirte und wer auch immer das an die Jugendlichen bringt, sind sehr vielfältig. Und da muss man auch immer erst mal drauf kommen. Wir bemühen uns inständig. Und... Nein, das weiß ich. Ja, aber uns sind halt auch einfach personelle Kapazitäten schulden uns die fehlenden Kontrollen. Und wie ich vorhin schon sagte, also einfach auch die Dienstzeiten sind nicht unbegrenzt. Dürfte ich da auch noch mal eine Antwort oder einen Lösungsvorschlag geben? Und zwar lizenzierte Fachgeschäfte, also dass die Fachgeschäfte eine Lizenz bekommen. Und eventuell dann bei Beschwerden bzw. bei wiederholten Beschwerden, eventuell auch bei Testkäufen, ein Lizenzentzug bzw. ein hohes Bußgeld und als zweite oder dritte Stufe dann Lizenzentzug. Und das würde einmal passieren und dann hätte das eine, ich sag mal, eine normative Kraft. Dann würden sich die anderen dran halten. Ja, natürlich, aber da sind wir ja hier. Ja, natürlich. Also geben Sie einmal das Mikrofon hier eine... Ja. Zwei Reihen weiter nach hinten. Sonja von Eichborn, Anfer Tobacco. Auf der einen Seite, ja klar, lizenzierte Geschäfte, aber das ist so ein bisschen von heute aus gesehen noch ein bisschen weit weg. Und das Ordnungsamt hat tatsächlich ja Probleme irgendwie mit den Arbeitsstunden, die zur Verfügung stehen. Aber was ist, wenn man sich vielleicht überlegt, mal so eine Aktion zu machen, wie halt die Polizei das mit Geschwindigkeitsbegrenzungen macht, also so ein Blitzertag oder sowas, dass man sowas in diesem Bezug sich mal ausdenkt und überlegt, okay, in welchem Bezirk ist das, probieren wir das jetzt einfach mal aus, sodass es irgendwie... einen bestimmten Tag gibt, der nur diesem gewidmet ist, wo alle Arbeitsstunden, die da möglich sind, genau da reinfließen, das zu kontrollieren und da auch wirklich überall die Ordnungsstrafen einzufordern und dann mal zu gucken, was damit passiert. Ist jetzt eine sehr spontane Idee, aber vielleicht gibt es ja Leute, die darüber mal diskutieren wollen in den Ordnungsämtern. Oder bei der Polizei. Ich schaue da nur einmal rüber, weil mich natürlich sehr interessieren würde, was Sie dazu sagen, wenn gleich mir völlig klar ist, dass natürlich nicht Sie solche Entscheidungen jetzt und hier treffen. Aber Ihr spontaner Input dazu würde mich interessieren. Also wir haben uns hier gerade schon ein bisschen selber beratschlagt, weil wir ja nicht primär zuständig sind. Wir machen Kontrollen mit dem Ordnungsamt zusammen. Deshalb kenne ich Frau Lehmann zufälligerweise aus der Vergangenheit von vielen Kontrollen. Aber du wolltest noch was dazu sagen, ne?
Ja, der Herr Steinfurt vom LKA4, bin bei uns in der Abteilung, wir sind 360 Mitarbeitende und bin Präventions- und Opferschutzbeauftragter. Und bei uns haben wir das Dezernat 43 drin, Rauschgift, Arzneimittelkriminalität. Wir haben mal, deswegen mal aus der Erfahrung geplaudert, ich finde erstmal den Vorschlag, den Gedankengang finde ich gut. Man muss ihn auch umsetzen, personell, da bin ich dann beim Ordnungsamt. Mit dem Abschnitt 41 Schöneberg und Tempelhof mit der Kollegin, die Präventionsbeauftragten, waren wir mal zu dritt unterwegs und haben mal gesagt, okay, wir besuchen mal die Spätis und machen mal im Kontext Lachgas die Kontrollen. Was mich erschreckt hat, das ist die Verknüpfung, die Christina Schad weiß das, weil ich in dem Netzwerk arbeiten oder Treffen mit dabei bin. Was mich erschrocken hat, gut, wir haben 10 Spätis aufgesucht, Interesse war da, wir hatten auch die Karten der Fachstelle für Suchtprävention dabei, was Lachgas betraf. Was ich aber erschreckend fand, ist, dass die Hersteller dieses Produktes proaktiv auf die Spätis zugehen. Wollt ihr das kaufen, wollt ihr das nicht kaufen? Da sind uns auch die Hände gebunden. Es bedarf denn aller Akteure an dem gleichen Instrumentarium, dass wir alle zusammenwirken, worum geht es eigentlich? Also daher ist noch viel Luft nach oben, aber den Gedankengang, ich nehme ihn gerne mal mit, inwieweit er umsetzbar ist, wird sich zeigen. Das ist also ein Erfahrungswert, den ich hier einfach mal reinwerfe. Vielen Dank. Ich weiß, es wird sich jetzt in diesem Kontext keine Antwort finden lassen, die Ihnen etwas mit rausgibt, wo Sie sagen, so, das nehmen wir jetzt und dann kriegen die alle nichts mehr davon in die Hand. Aber vielleicht sind diese unterschiedlichen Blickwinkel, von denen ich mir genau gewünscht habe, dass sie in dieser Endrunde nochmal zum Tragen kommen, etwas, wo der eine oder die andere von Ihnen irgendwie was mitnehmen kann. Weswegen es schön wäre, wenn es vielleicht noch weitere Fragen aus der Runde gäbe, ganz egal, in welche Richtung Sie gerade gedanklich unterwegs sind. Soll ich durchgehen? Ich hätte noch mal eine Frage an die, ich sag mal, Vertreter vom Ordnungsamt. Und zwar die Tabakwaren werden ja oft in den Verkaufsstellen direkt greifbar präsentiert. Also in Tankstellen gibt es das, auch in den Spätis. Auch diese E-Vibes stehen manchmal in Regalen direkt greifbar. Ich habe von einigen Ämtern die Auskunft bekommen, das sei verboten. Von anderen haben sich nicht dazu geäußert. Gibt es da eine eindeutige Rechtslage? Und wenn ich als Konsument den Verkäufer darauf hinweise, also wie sicher kann ich da auftreten zur Rechtslage? Also direkte Greifbarkeit von Nikotinprodukten. Meine Erfahrung zeigt, dass die also nicht... Also ich kann nicht unbedingt ans Regal gehen und mir was rausnehmen. Kann jetzt keine generelle Auskunft erteilen. Ich müsste da auch genauer nachlesen, um Ihnen eine genaue Auskunft zu geben. Ich möchte Sie jetzt auch nicht mit einer falschen Rechtsgrundlage losschicken und dann geht der Sturm los. Aber Sie können sich gerne bei mir melden. Ja, hätten es sonst auch auf Band, wenn Sie jetzt hier was Falsches gesagt hätten. Das wollen wir gerne vermeiden. Jetzt sind wir gedanklich sehr, so ist es manchmal, ne? In einer Runde beginnt man in eine Richtung zu denken und jetzt gehen wir so alle in eine Richtung, die da so ein bisschen die rechtliche Hintergrundsituation oder die Verfügbarkeit von zum Beispiel Vapes für Jugendliche geht. Gibt es vielleicht noch, ich weiß, wir haben noch andere Professionen, nur weil Sie vorhin Schule sagten, hier gibt es noch Dinge, wo Sie sagen, da würde ich noch mir was ganz Praktisches wünschen, wenn ich hier schon in der Runde sitze, was wir vielleicht noch zum Ende gemeinsam zusammentragen konnten. Vielen Dank. Ja, danke. Also Uwe Weihrauch von der Jugendförderung Lichtenberg. Ich habe nicht zu Ende zugehört, habe mich vorher schon gemeldet. Ich wollte den Aspekt der Werbung nochmal ansprechen. Also wurde ja auch thematisiert und dass das auch problematisch ist und für mich auch äußerst irritierend, Zigarettenwerbung verschwindet aus dem Bild, aus dem öffentlichen Bild, aber die Vape-Werbung, die nimmt derartig zu. Da, also das ist gar nicht mal die Frage. Was mich bloß erschreckt hat, es gibt einen Laden in Lichtenberg, der wirbt damit, raucht dein Obst. Und das sind so Sachen, also das wäre wirklich sowas, wo ich denke, kann man da nicht was gegen machen? Das finde ich wirklich erschreckend. Und das auch noch in einem Sportstadion, also... Ja, ich würde auch zustimmen, dass das tatsächlich eine starke Werbung ist und gibt. Es gibt auch Läden, die heißen Vapes and Sweets. Die sind knallbunt und haben praktisch obenrum lauter Zuckerzeug und untenrum die ganzen Vapes. Also es ist das ganze Geschäft von außen, das ganze Erdgeschoss ist so plakatiert. Also das ist schon sehr starke Werbung, gegen die man tatsächlich in irgendeiner Form angehen
Sollte, könnte. Ich habe jetzt noch mal Ihre Anregung von wegen Schule im Kopf. Wir machen ja viel Bildungsarbeit und versuchen auch viele Sachen auszuprobieren. Und das ist ja vielleicht auch was, was man mit in Schulen geben kann, wenn es einen Projekttag gibt oder so, dass man zum Beispiel mal das Tabakmarketing als Beispiel nimmt und die Schüler und Schülerinnen losschickt und sie checken lässt, hey, was davon spricht mich eigentlich wirklich an, damit man genau die Stellschrauben einfach mal bespricht mit den Jugendlichen und mit ihnen darüber spricht, was spricht dich eigentlich davon an? Ist es jetzt cool? Ist es bunt? Ist es süß? Und was gibt es anderes, was genau das eigentlich auch darstellen würde? Sodass sozusagen diese Funktion, wie die Werbung funktioniert, das mal so ein bisschen aufgedröselt wird. Das ist einfach eine Form von anderer Art von Aufklärung. Da muss man dann in die ganzen Gesundheitssachen vielleicht nicht die ganze Zeit mittragen, aber halt einfach so ein, hey, guck mal so, funktioniert Werbung. Ich füge noch mal ganz kurz an, wir haben einen FÖJler gehabt im letzten Jahr, der hat für uns ein Factsheet zu Influencer-Werbung und Vapes gemacht, weil er eben da ganz viel gesehen hat im Internet und gesagt hat, ich möchte gerne den Jugendlichen in meinem Alter was mitgeben. Und da sieht man, wenn die selber interessiert dran sind, dann machen die was. Der hat sich darum gekümmert, Geld zu kriegen, um das Ding zu drucken und so weiter. Also Jugendliche anzusprechen mit dem, was sie gerade beschäftigt und sie dann dazu zu bringen oder sie zu unterstützen, selber was zu tun, das ist, glaube ich, eine starke Wirkung für die einzelne Person und dann auch für die Peer Group. Lange Rede. Und das ist ja auch ein bisschen, ich habe Sie gesehen, vorher gab es noch zwei Meldungen hier drüben. Direkt dazu, wenn das für die anderen beiden in Ordnung ist? Also wegen der Werbung, ich habe hier gerade gehört, die Jugendlichen sagen, das schmeckt. Und ich hatte tatsächlich letztens einen Jugendlichen in der Beratung, Caroline Röger, Suchtberatung, Königsberger Straße, Caritas, der einfach gesagt hat, ja, das ist wie Süßigkeiten, nur ohne Kalorien. Wo ich so dachte, okay, da läuft was ganz schief, weil überhaupt nicht im Bewusstsein ist, dass ich da ein nikotinhaltiges Produkt konsumiere, sondern das ist, okay, mit wenig Kalorien kann ich trotzdem den süßen Geschmack im Mund haben und ja. Genau, es geht so ein bisschen, was ich hier raushöre, auch um die Dinge, die Sie tun können, ohne auf gesetzliche, ordnungsamtliche oder sonstige Unterstützung hoffen zu müssen. Und das geht schon so ein bisschen auch in Richtung Medienbildung, auch Bildung zu Konsumerziehung. Weiß nicht, ob ich den Begriff gerade erfunden habe, aber sozusagen das, was Sie machen können, wenn Sie mit Jugendlichen arbeiten, egal in welchen Kontexten, ist natürlich, Dinge bewusst zu machen, Mechanismen sichtbar zu machen. Ne? Das ist was wir alle auf jeden Fall tun können, ohne dass wir dafür das Ordnungsamt brauchen, beispielsweise. Ich würde das, was meine Vorrednerin gerade gesagt hat, stark unterstützen. Also die Jugendlichen, die bei uns an der Schule mit den Vapes rumlaufen, die haben immer die buntesten und die ausgefallensten Gerüche dabei. Und wenn man die dann darauf anspricht, dass da Nikotin drin ist, dann sind die immer erstmal verwundert, weil es bunt ist, weil es nicht danach schmeckt, weil es nicht danach riecht. Und sie kennen ansonsten nur Zigaretten und da sind irgendwelche Bilder drauf, die sie schrecklich finden. Dann ist da auch noch Text drauf, das finden die auch schrecklich. Das ist nicht bunt, das ist nicht peppig und das ist das große Problem, dass die überhaupt nicht verstehen, dass da etwas drin ist, was ja abhängig macht, was sie krank macht, was schon so früh auf sie einwirkt. Und deswegen finde ich, müssen wir viel mehr diese Präventionsmaßnahmen in den Schulen verstärken, dort die Aufklärungsarbeit hinschicken und auch viel mehr in die Elternarbeit gehen, weil auch Eltern das nicht unbedingt wissen, dass in E-Zigaretten, obwohl es E-Zigarette heißt, Nikotin drin ist. Also ich glaube, diese gesamtgesellschaftliche Aufklärung ist einfach noch nicht da. Es wird immer noch einfach als Lifestyle hippes Ding gesehen und nicht als das, was es eigentlich ist. Und im Gegensatz zu, wenn man in meiner Jugend rauchte, dann rochen das die Eltern, es sei denn, man hat sich entsprechend präpariert. Das ist auch noch etwas, was weggefallen ist. Ne? Also man muss sich nicht erst noch die Hände waschen und eine Packung Kaugummis dabei haben. Das ist auch etwas, was es erleichtert, das unter dem Radar der Eltern oder auch der Lehrkräfte zu tun. Gerne Ihre Frage, ich habe Sie gesehen dahinter. Alice Machwitz, Martin-Huber-Oberschule aus Spandau, Sekundarschule.
Ich unterstreiche das einmal, möchte aber dazu sagen, dass das nicht alleine von Schule zu stemmen ist. Was mir fehlt, ist das Netzwerk. Wir haben in Schule ganz viele Aufgaben und wir machen ja schon ganz viel Prävention. Also an unserer Schule, die jungen Menschen kommen aber schon aus der Grundschule mit den Vapes mittlerweile. Also jedenfalls die letzten beiden Jahrgänge, die zu uns gekommen sind. Und wir brauchen dieses Netzwerk, was aufgestellt ist. Und ohne dieses Netzwerk werden wir diese große Aufgabe nicht bewältigen können, weil mir ist heute klar geworden, wie sehr sich das noch verbreitern wird. Und wir werden ganz viel Unterstützung brauchen, sonst wird das eine Aufgabe sein, die nicht zu schaffen ist. Super wichtiger Beitrag, danke. Und ich glaube, das ist unter anderem im Beitrag von Christina Schad nochmal auch deutlich geworden, ne, dass Netzwerkarbeit auch in dem, wo wir hier heute sitzen, super wichtig ist, weil kein Player allein, kein Teil des Systems allein kann das stemmen. Umso wichtiger, dass Sie es nochmal direkt benannt haben. Vielen Dank. Die Dame dahinter hatte sich gemeldet, ich habe sie gesehen, ja, hier genau. Vorne und da hinten habe ich auch gesehen. Ja, genau. Ich möchte auch nochmal in dieselbe Richtung argumentieren. Irina Weber vom Siebutz Marzahn-Hellersdorf. Bin auch Lehrkraft, bin an Schule unterwegs und ich finde, wir haben in Schule die ganz wichtige Aufgabe, genau diese Themen unbedingt anzusprechen. Und natürlich sind meine Kollegen und Kolleginnen auch immer der Meinung, dafür haben wir keine Zeit, dafür haben wir keinen Raum, dafür haben wir kein Personal. Ja, und das gibt es, also diese Probleme gibt es bei ganz vielen Themen, die wir uns nehmen könnten. Ich möchte aber unbedingt noch mal signalisieren, dass Schule mit der Gesetzeslage, mit den Rahmenlehrplänen alle Voraussetzungen für die Thematisierung dieser Themen hat. Es gibt nämlich im Rahmenlehrplan diese 13 übergeordneten Themen. Davon ist eins Gesundheitsförderung und hinter diesem Thema verbirgt sich die Suchtprävention. Wenn man dieses Thema anklickt im Rahmenlehrplan, öffnet sich das Feld Suchtprävention. Das heißt, wir an Schule, wir haben das Recht und wir haben die Pflicht, diese Themen zu aktualisieren und aufzuklären und diese Themen zu thematisieren und in den Vordergrund zu rücken. Das ist eine total wichtige Sache und unser Gesetzgeber gibt uns die Möglichkeit und wir sollten die nutzen. Was natürlich für uns an Schule immer total wichtig ist, ist, dass wir wirklich auch die Zeit dafür haben. In welchem Unterrichtsfach mache ich das? Welches Zeitfenster habe ich denn dafür, um das zu thematisieren? Und da können wir natürlich das Themenfeld der Schulentwicklung ganz weit aufmachen und sagen, okay, Schule muss sich komplett ändern. Das ist so. Ja. Dafür braucht es natürlich ganz viele neue Freiräume, um genau so ein Fach wie vielleicht Konsumerziehung einzuführen. Ja, also warum nicht? Why not? Und gerade wenn wir uns die Entwicklung angucken, die vor uns stehen, dann muss ich hier nach dieser Sitzung sagen, das braucht es ganz unbedingt und zwar ganz schnell, dass wir dieses Fach einführen. Ja? Und da müssen wir an Schule, finde ich, immer mutig sein, nach vorne zu blicken und zu sagen, so Leute, okay, also ich aus meiner Perspektive würde sagen, 3 Stunden Mathe weniger, dafür 3 Stunden Konsumerziehung mehr, weil das wirklich auch aktuelle Themen der Kinder und Jugendlichen betrifft. Und wir haben ja gesehen in der Wortmeldung von vorhin, dass diese Unwissenheit einfach da ist, ja? Wo ich denke, das dürfte eigentlich gar nicht so sein. Und da müssen wir uns absolut stark machen und neue Wege gehen. Vielen Dank. Wir haben jetzt einige Wortmeldungen. Sie sind nach, als nächstes dran, genau, Sie zunächst. Okay, mein Name ist Susanne Melchner, ich arbeite im Kinder-Jugend-Gesundheitsdienst Berlin-Mitte. Also wir besuchen die ganz kleinen Babys und ihre Eltern. Und es gab auch schon in der Vergangenheit schon mal die Idee, auch in einem anderen großen Fachzusammenhang, dass zum Beispiel auch die Kinderärzte, also Hebammen auch, aber auch die Kinderärzte sehr früh auch Eltern informieren, auch zum Beispiel im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung, wie wichtig das ist, dass eben das Kind geschützt wird vor Passivrauch und Rauch der Eltern. Und ich glaube, es hat nicht wirklich gefruchtet, also dass man auch das aufnimmt in die Vorsorgen, weil Eltern gerade mit kleinen Kindern oft bereit sind, auch Verhaltensweisen zu reflektieren und im Sinne der Gesundheit ihrer Kinder dann auch zu verändern. Das ist quasi so ganz bei den Kleinen und ihren Eltern ein Wunsch, das vielleicht aufzunehmen, auch in so einen Nichtraucherschutzrahmen, ja. Vielen Dank. Jetzt macht das Mikrofon den ganzen Weg nach hier vorne. Ja, ich möchte noch mal kurz kommentieren. Ich sehe hier so viel guten Willen, sich einzusetzen
Und wenn ich mir dann denke, wie schwierig das ist, meinetwegen so eine Klasse zu überzeugen, nicht auf diese bunten Vapes reinzufallen, und wie einfach das wäre, wenn wir die Plain Packages für alle Nikotinprodukte hätten oder wenn man wie in Holland die Geschmacksrichtung einfach verbieten würde. Und mein Wunsch oder mein Vorschlag wäre, dass man vielleicht so 10% der Energie, die man da reinsteckt, darin reinsteckt, dass man die politisch Verantwortlichen daran erinnert, dass es eigentlich in ihrer Entscheidungskompetenz liegt, diese Entscheidung zu fällen. Ja, sich gegen die Tabakindustrie auszusprechen und für den Gesundheitsschutz und für die Kinder und Jugendlichen. Und ich denke, an dieser Stelle kann man das Problem lösen. Mit Prävention, denke ich mir, da ist man immer erst einen Schritt hinterher. Wenn diese Attraktivität, diese Buntheit weg ist, wenn das alles nur diese grauen oder grünen Einheitspackungen sind und diese langweiligen Namen, dann verliert das sehr an Attraktivität. Also das wäre mein Wunsch und mein Vorschlag. Danke. Vielen Dank. Geben Sie das Mikrofon mal hinter sich durch. Danke sehr. Einmal kann ich noch was zu Ihnen sagen mit den Eltern. Die Eltern müssen dann aber auch in der Lage sein, das überhaupt zu verstehen und umzusetzen, wie viele konsumierende Eltern ich habe, die auch in der Schwangerschaft konsumiert haben. Das kann man sich teilweise überhaupt nicht vorstellen. Also da fehlt ja bei vielen schon die Voraussetzung, das überhaupt richtig zu verstehen, was tue ich meinem Kind mit meinem Konsum gerade an, wenn ich irgendwie die ganze Schwangerschaft kiffe oder kokse. Ne? Aber was ich eigentlich sagen wollte zum Thema Gesundheitsförderung in Schulen, ich glaube, man müsste noch viel früher ansetzen, nämlich beim Thema mentale Gesundheit und da viel mehr gucken, dass man mit Jugendlichen ins Gespräch kommt, was kann ich machen, um mental gesund zu sein, zu werden, zu bleiben, dass man, keine Ahnung, sowas wie Sport und so weiter viel mehr fördert, dass Jugendliche in ihrer Freizeit sinnvolle Sachen tun und sich nicht zum Konsumieren treffen, dass man da eigentlich noch viel früher ansetzen müsste, dass es gar nicht unbedingt erst, also die Suchtprävention braucht, sondern ja. Vielen Dank. Wir haben noch zwei Wortmeldungen. Einmal die Kollegin und dann die Dame hier vorne. Genau, da würde ich gleich nochmal nachlegen. Das passt nämlich jetzt sehr gut, weil Sie gesagt haben, man müsste noch sehr viel früher ansetzen. Wir haben natürlich auch Präventionsprojekte zur Entwicklung von Lebenskompetenzen. Da hat die Fachstelle für Suchtprävention das Projekt 1000 Schätze, was genau dafür konzipiert ist, für Grundschülerinnen und Grundschüler, die eben schon ganz früh lernen sollen, dass es gut ist, wenn man mehrere Klaviertasten hat, auf denen man spielen kann. Und wenn es einem nicht so gut geht, kann man zum Sport gehen, kann man was lesen, kann man sich Freunden treffen, sodass man wirklich alternative Handlungsmuster erlernt oder eben noch mal in Erinnerung gerufen bekommt. Ja? Wir am SIBUZ bilden außerdem ein Projekt der IFT Nord fort, deren Chef wir heute Morgen hier gesehen haben. Das Projekt nennt sich Eigenständig werden. Das ist genau sowas wie 1000 Schätze, was von Klasse 1 bis 6 ganz viele Unterrichtsmaterialien an die Schulen bringt, wo ich mir als Lehrkraft gar nicht mehr so große Gedanken machen muss im Vorfeld und es groß vorbereiten muss, weil diese Materialien einfach so toll aufgebaut sind. Ich kann diese Hefter nehmen, da rausziehen und was zum Thema Kritikfähigkeit, Kommunikation, zum Thema Stressbewältigung, zum Thema Bewegung, zum Thema Klassen miteinander, zum Thema Anti-Mobbing, ja, gemeinsam lernen. Da gibt es so viele Themen, die ich individuell für meine Lerngruppen daraus ziehen kann und benutzen kann. Und da mache ich jetzt ein bisschen Werbung, aber ich finde, das lohnt sich total, weil das auch eine absolute Entlastung für Lehrkräfte ist, die wissen wollen, ja, wie soll ich das denn machen? Und jetzt auch noch das. Also diese Argumente verstehe ich total, so geht mir das ja in Schule auch, wo ich denke, wir brauchen jetzt nicht noch Thema 573, aber hier gibt es eben Dinge, die sind vorhanden und die muss ich nur nutzen. Und da möchte ich noch ein bisschen ja, die Hürde niedriger legen. Vielen Dank. Hier, die Dame hatte sich noch gemeldet. Ich will keinen Druck aufbauen, aber Sie wären die letzte Wortmeldung. Das heißt, es wäre sozusagen das Schlusswort des Publikums durch Sie. Mein Name ist Frau Dose. Ich arbeite im christlichen Sozialwerk Istis, also außerhalb von Berlin, 1 Kilometer. Aber Problematiken gibt es da auch genug. Und wir betreuen oder begleiten auch mehrere Jahre
Menschen ab 18, dann aus Alters nach oben offen, die sozusagen schon stark abhängigkeitskrank sind, aber oder Doppeldiagnosen haben. Und also ich arbeite seit meinem 18. Lebensjahr mit Kindern, Jugendlichen, Behinderten und so weiter. Mir stellt sich immer die Frage, wir haben ja nun die Pandemie erstmal überwunden oder erstmal. Und wir sind ja da durchgegangen und wenn ich das jetzt die Zeit jetzt danach vergleiche, frage ich mich, wie hat A eigentlich das, also ich war auch berufstätig in der Zeit, wie gut oder aus meinem Empfinden gut hat es eigentlich geklappt, länderübergreifend, wo wir diesen Virus hatten, wo die Pandemie war. Und sicherlich gab es auch offene Fragen, Hilflosigkeit, Ohnmachtsgefühle und, weil es ein bisschen eine etwas neuere Situation war. Aber wie ohnmächtig, hilflos stehen wir denn so diesem Drogenproblem gegenüber? Ja, und gefühlt drehen wir uns nur im Kreis. Also ich wäre jetzt 60 dieses Jahr, arbeite seit meinem 18. Lebensjahr im Bildungserziehungs- und sozialpädagogischen Bereich und es ist mir auch unbegreiflich, also warum wir uns 30. Mal um dieses mit dem Thema um uns drehen und also ich sehe nicht wirklich Lösung. Und ich kann wirklich auch appellieren, auch an das Kinder- und Jugendgesetz, Schutzgesetz und auch die Verpflichtung an die Eltern. Ja, also ich meine, Bildung in der Schule kann auch sehr wertvoll sein und qualitativ super gut, aber wenn die Kinder das ganze Gegenteil in ihrer Familie erleben, es betrifft ja jetzt nicht nur die Suchtmittel, sondern auch die Verhaltenssüchte, Medienabhängigkeit und, oder die Einstellung zum Freizeitverhalten, Urlaub. Also, macht mich sehr traurig. Vielen Dank fürs Teilen. Wenngleich man sich am Ende einer solchen Veranstaltung natürlich einen optimistischen Blick in die Zukunft wünscht, auch wichtig, dass wir solche Dinge benennen und nicht so tun, als stünden wir an einem anderen Punkt, als es aktuell der Fall ist. Aber es gibt für mich viele neue Dinge zum Weiterdenken aus diesem Tag. Ich hoffe, das geht Ihnen auch ähnlich. Und ich möchte zum Ende einmal Ihnen danken, dass Sie dieses Angebot, diesen veränderten Plan mit der Interaktion so hervorragend umgesetzt und mitgemacht haben. Ohne Sie wäre das nicht so eine Diskussion, es wäre gar keine Diskussion geworden. Wir möchten aber natürlich auch denjenigen danken, die auf der Seite hier vorne beigetragen haben zu dieser Veranstaltung. Das waren unsere Referierenden heute. Wir möchten auch im Namen der Fachstelle für Suchtprävention der Senatsverwaltung für Gesundheit und der MKK danken für die Unterstützung bei der Veranstaltung hier und natürlich, das mache ich jetzt hier auch noch, den ganzen KollegInnen der Fachstelle, die hier alles mitbetreut haben, den KollegInnen von Unfair Tobacco, die hier hinten die Ausstellung für sie aufgebaut hat, aber natürlich auch dem Catering, den beiden Herrschaften an Ton und Kamera, die uns auch begleitet haben. Vielleicht spendieren wir da einen gesammelten Applaus. Da Sie, ich weiß, solche Veranstaltungen neigen dazu, wenn ich jetzt gleich auf Wiedersehen sage, dann sind Sie froh, in Ihren Nachmittag zu gehen und das möchte ich Ihnen wirklich gönnen. Ich würde Sie nur um 2 Minuten Ihrer weiteren Zeit bitten. Sie sehen hier an diesen Stelen, an den Betonstelen, wo die Kollegin mit dem Mikrofon netterweise nochmal steht, einen QR-Code. Es würde Sie 2 Minuten Zeit kosten, um die wir Sie bitten würden, damit diese Veranstaltung gut evaluiert werden kann. Nehmen Sie sich diese gerne noch und nehmen Sie sich dann gerne noch ein Stück Kuchen mit raus, wenn Sie gehen. Und ich danke Ihnen sehr für diese sehr schöne Veranstaltung und Ihre sehr rege Teilnahme. Danke.